So, jetzt sind wir bei Teil 4, ABC Teil 4. Dieses Buch hat ein sehr hohes Level. Also, ich zeige euch das einmal. Natürlich vergesst ihr, ich habe die zuerst von Hand geschrieben. Es sind sozusagen dieselben Buchstaben wie im 1er, im 2er, im 3er. Aber dieses Mal muss man ein nicht nur visuelles Auge haben, um diesen Buchstaben zu finden, sondern man läuft den Buchstaben entlang. Das heißt, ich nehme eine Farbe und suche mir nur den Buchstaben raus, der hier gefragt ist. Und wer schon gesehen hat, der erste, der zweite, der dritte Teil, der ist schon geschult und findet den Buchstaben in diesem ganzen Wirrwarr. Zum Beispiel H. Das findet ihr sofort raus. Und es ist in jedem Feld ein H. Das heißt, das H hat, nehmen wir an, die Farbe grün, weil das Kind das so wählt, dann wird das nachher dann überall, wo ein kleines H drin steht, grün angemalt. Und der Rest bunt, zum Beispiel T hat rot oder U hat blau und so wird das nachher angemalt. Also man kann hier selber Varianten erfinden, um zum Ergebnis zu kommen. Oder nehme mir an, man kann das große H mit Blautönen, verschiedenen Blautönen malen und der Rest aber rot und grau und schwarz. Je nachdem, weil dann kommt die Farbe stärker raus, bei schwarz zum Beispiel, kann man auch so malen, wenn es einem noch zu viel ist. Oder man gibt den Buchstaben wirklich allen einen eigenen Farbton und findet so noch dann heraus, wo das H ist. Also Varianten genug, um dieses Tool spannend, herausfordernd und variabel zu gestalten. Ja, und so funktioniert es auch bei anderen Buchstaben, wie zum Beispiel hier beim D. Das kleine und das große D. Und wie es weitergeht, erzähle ich euch im nächsten Video.